Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben Montag, den 12. August, 10.30 Uhr. Ihr merkt, wir lassen uns heute wieder langsam angehen, weil es ja Montag und wir nicht arbeiten müssen. Das ist das Schöne daran. Ja, wir haben noch eine Woche Urlaub. Ziel ist es, am Samstag zu Hause zu sein, weil den Sonntag brauchen wir doch wieder, um auch Wäsche zu waschen. Wir haben ja 3 Wochen Klamotten an Bord. Aber wo die Reise hingeht, das wissen wir noch nicht so wirklich. Wir werden jetzt hier diese... Obwohl doch, weiß ich. Da lang. Genau. In die Richtung geht's. Das ist die... Was ist das? Die 29. Angeblich so eine Sightseeing-Straße. Genau. Wir schauen mal, wie die sich jetzt hier noch verläuft oder wie die noch weiter verläuft. Und dann, genau. Genau. Nächster Stopp wäre dann Lillehammer. Mhm. Und mal sehen, wie weit wir kommen. Vielleicht kommen wir auch noch weiter. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Genau. Der Platz war wirklich ruhig. Ich glaube, ab 8 Uhr sind so die ersten LKWs gefahren. Das hat man dann mitbekommen, da war es lauter. Ja, aber es ging auch, weil man ist 75 Meter ungefähr von der Straße weg. Also das geht ganz gut. Auf jeden Fall, die Nacht super gepennt. Ja. Und tollen Ausblick. Und wir haben so ein Schwein. Es hat die Nacht ein bisschen geregnet, ein bisschen doller, ein bisschen weniger. Mhm. Und jetzt sollte es auch regnen und kein bisschen, kein Regen, kein gar nichts. Wir konnten hier... Kann so bleiben, bitte. In Ruhe duschen konnten wir hier. Wir konnten unsere Geschäfte nachgehen. Alles wunderbar. Genau. Von daher, bis später. Bis später. Ja, ein herzlich willkommen hier aus dem Rondane Nationalpark. Falls das falsch ausgesprochen ist, tut es mir leid, lieber Norweger. Ich blende es auch nochmal ein. Richtig genialer Platz mit einem riesen Flusssee. Ich weiß es gerade nicht, müsste es auch nochmal gleich nachschauen und werde es euch auch einblenden. Ja, und dann zeigen wir es euch mal. Stehe hier extra auf dem Stein, damit man das einigermaßen gut sehen kann. Ja, wir machen hier einen kleinen Zwischenstopp. Stefan will auch gleich nochmal fliegen, soweit es möglich ist. Und ja, dann werden wir mal sehen, was es hier so zu sehen gibt. Mahlzeit. Das ist nicht das Meeresrauschen. Nein, es ist das Rauschen eines, keine Ahnung, wir blenden es wieder ein. Eines Sees.
Ich weiß nicht, ob das ein See ist. Doch, da sind keine Algen drin, also würde ich sagen, es ist ein See. Dann ist es ein See. Wir werden es euch einblenden. Ist auf jeden Fall glasklar. Dann wisst das. Ja, wir machen jetzt eine Pause, ist schon so kurz vor eins. Mhm. Und ja, wir haben diesen Platz hier an der E6. Wir sind ja raus aus dem Nationalpark, sind jetzt wieder auf der E6. Den haben wir hier gefunden. Sehr schön, der Nationalpark, wirklich. Mhm. Und ja, dann sind wir mal gespannt, wie weit wir noch kommen. Laut Tankfüllung, ich glaube, könnten wir es fast bis Deutschland schaffen. Ja, aber also wenn ich mit 5,5 Litern weiterfahre, dann ja. Aber das bezweifle ich, jetzt sind wir auf der E6, da geht es auch bergab gefahren sehr viel. Da geht es ein bisschen schneller. Ja. Güterzüge gibt es ja auch. Wie wir es hören, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Können ja mal die Kamera schwenken. Da ist er. Da fährt er. Und Stefan schwenkt einmal mal komplett hier lang. Ein sehr weitläufiger See. Na, und zur anderen Seite. Haben wir dann auch noch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall sehr schön hier, wie man, denke ich mal, erkennen konnte. Und falls ihr mitbekommt, hier im Bild, hier in den Haaren, hier, es ist trocken. Kein Regen. Es hatte zwar zwischendurch mal geregnet, aber dann war es wieder jetzt, wo wir wieder stehen, tipptopp. Ja, unfassbar. Jedes Mal, wenn wir irgendwelche Pausen machen und drehen wollen. Glück gehabt, kann man nur sagen. Also, Glück gehabt. Oh, ich merke gerade, ich habe noch was in meiner Tasche. Oh, dann muss wohl wieder auf die Kamera drauf. Linsenschutz. Ja, werde ich mal gleich tun. Hm. Und jetzt werden wir erstmal einen schönen Apfelpfannkuchen essen. So machen wir das. Bis später. Ciao, ciao. Wir kommen aus Hameer. Das ist an irgendeinem Fjord. Googelt jetzt mal selber danach, damit das findet. Geschrieben wird H-A-M. Und dann hört schon. Ja, tatsächlich, guck ich mal. Steht das hier drin? Ne, wir sind im Bispehaugen. Genau. H-A-M-A-R. Wir waren gerade einkaufen, wieder mal bei Rema 1000 und wir werden von dieser Firma nicht gesponsert, aber ihr könnt gerne nachsponsern, wenn ihr wollt. Wir machen oft genug Werbung. Und wenn ich mir mal angucke, was wir so bezahlt haben, wir haben für sage und schreibe 600 Gramm Schweinefilet 5,72 €. Das ist einigermaßen günstig. Also jo. Das kennen wir auch weiters teurer. Insgesamt haben wir jetzt für viele Produkte, die wir gekauft haben, knapp 21 €. Das ist fast schon normaler Einkauf, den wir auch in Deutschland haben. Also wir würden immer empfehlen, geht zum Rema 1000. Glaube da, also qualitativ muss man sagen, sind die Produkte gut. Da haben wir gar nicht zu meckern. Und vom Preis her passt es eigentlich. Ja, der Stefan, der guckt die ganze Zeit nach unten. Also er betet nicht, sondern er sucht nach einem Platz. Das ist richtig. Wo wir als nächstes übernächtigen können, weil wir wollen nicht mehr allzu weit fahren. Bis nach Oslo fahren wir auf keinen Fall. Lillehammer haben wir links liegen lassen. Mhm. Dann sind wir mal gespannt. Hast du den Platz gefunden? Ja. Ja, gibt noch keine deutsche Übersetzung, also wieder was für uns. Und sieht nicht mal schlecht aus. Ja, da fahren wir hin. Und wo der Platz ist, das sagen wir euch dann, wenn wir an dem Platz sind. Genau. Thank you.
Ja, meine Lieben, wir haben endlich unseren Platz erreicht. Es ist nicht der Platz geworden, den wir gedacht haben, weil Stefan hat nicht richtig gelesen. Das stand sogar drin im Englischen. Man hätte 50 norwegische Kronen bezahlen müssen, also einmal 5 Euro. Und das war uns irgendwie nicht so ganz klar. Man hätte es wohl mit SMS machen können. Und na klar, war schon. Es ging ja sehr einfach. Einfach eine SMS mit dem Kennzeichen dahin und gut ist es. Also das haben sie schon sehr einfach gemacht. Aber was doof war, ist 5 Euro dafür bezahlen für einen Parkplatz, den du ja eigentlich kostenlos nutzen möchtest. Plus, dass du ja nicht weißt, was erwartet dich da für einen Platz. Genau. Man hat zwar ein bisschen an Fotos gesehen, aber naja, wenn die Fotos lügen, dann hast du Arschkarte. Ne? Das wollen wir ja nicht. So, ich muss mal gucken, wo der Bommel ist, weil ich werde so geblendet von dem Morgenstern. Uiuiui. Dann ein Novum, glaube ich, auf der ganzen Reise. Es regnet. Ja. Also jetzt, wo wir mal angekommen sind, es ist tatsächlich regnerisch. Da freuen sich natürlich zwei Norweger, die sind da und da, weil die angeln hier. Es blitzt und donnert hier auch. Ja, das ist auch neu. Gewitter hatten wir, glaube ich, gar nicht. Nein, hatten wir noch nicht. Ne, also immer wieder was Neues. Wie gesagt, Stefan ist am Kartoffelschirm. Man höre. Und staune, Stefans Finger, hui, da ist er wieder gewesen. Der Himmel hat auch was zu sagen, was zu melden. Ja, soll er mal machen. Ja, wie gesagt, wir werden heute Kartoffeln mit Mischgemüse, obwohl es ist nicht Mischgemüse, es ist Kaisergemüse, können wir sogar sagen. Und Geschnetzeltes, dazu ein lecker Wein von der A. Also alles wieder gut. Und wir sind jetzt, das habe ich noch gar nicht gesagt, wir sind jetzt natürlich auf einem anderen Platz. Den haben wir auch wieder bei Park for Night gefunden. Der wurde heute erst gepostet. Ja, muss man dazu sagen, heute erst gemacht worden von einem netten Franzosen. Wir werden gleich die deutsche Übersetzung reinschreiben, damit die Leute auch wissen. Und vielleicht, obwohl, nee, Fotos sind in Ordnung, da wollen wir gar keine neue machen, aber zumindest eine deutsche Übersetzung. Das werden wir machen. Das tue ich jetzt, damit ich auch hier irgendwas Wichtiges tue und nicht nur ins Licht gucke. Ja, und dann melden wir uns nach dem Essen wieder. So ist es. Bis später. Das musste nochmal gefilmt und fotografiert werden, würde ich sagen. Genau, und es ist wieder trocken. Das heißt, der Regen ist durch. Der nächste Regen kommt auch. Das sehen wir schon, das wissen wir schon. Aber, tja, guckt euch das an. Das ist das, was ich wollte. Ich schwenk mal die Kamera. Ja, guckt's euch an. Genau das wollte ich. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hinkriege. Seht ihr das da? Da? Das ist von da. Endlich diese Spiegelung. Es sind zwar nicht die Berge, die wir so haben wollten, aber wenigstens ein einziges Bild wollte ich so haben. Ja, und das ist unser am letzten Abend, ne? Ja, das ist letzter Abend in Norwegen. Genau, so viel können wir nämlich schon verraten. Wir werden morgen die norwegische Grenze überschreiten. Genau. Und zwar Richtung Schweden. Lagerfeuer wäre hier natürlich auch noch mal möglich gewesen, wenn es nicht gerade geregnet hätte. Ne? Eigentlich heißt, man soll es nicht machen. Ja, aber es wird ja hier anscheinend doch gemacht. Also, mach mal wieder. Ich weiß nicht so ganz genau, aber was sagt ihr? Dreckig. Das Auto könnte, glaube ich, gewaschen werden. Ich könnte, glaube ich, sauer aufschreiben. Naja, das lassen wir mal lieber. Muss ich wohl zu Hause mal waschen. Ja, das sollten wir dann tun. Was können wir noch zu diesem Platz sagen? Das haben wir nicht gewusst, das stand auch nicht da, aber das werden wir auf jeden Fall bei Park von Night noch hinterlegen. Wir sind hier in einer Einflugschneise. Das heißt, ein Flugzeug nach dem anderen ja. Fliegt hier Richtung Oslo oder von Oslo. Also es geht, es ist nicht wirklich laut, aber man muss es halt wissen. Man ist nicht komplett in einer ganz stillen Natur sozusagen. Das hast du hier halt nicht. Ah ja, es gibt Leute, Stefan, die... Die stören. Die haben einen leichten Schlaf und dann würde das aber den ganz schön stören. Aber uns nicht. Dann, wie gesagt, für euch morgen, wir wollen über Schweden zurück. Das heißt morgen Göteborg. Und ist dann das müssen wir mal Ziel? Sehen. Ja, genau. Hm. Dann kommt drauf an Malmö, Kopenhagen. Das sind so die nächsten Stationen. Das heißt, wir werden eine andere Route nehmen wie geplant. Wir waren ja eigentlich von Kristiansand. Kristiansand wollten wir eigentlich nach Hirtshals rüber. Das haben wir jetzt... Das haben wir noch nicht gebucht gehabt. Von daher war das für uns noch offen, weil wir das noch nicht so genau wussten, was wir machen. Aber wir haben es innerlich gecancelt. Wir sagen jetzt, wir fahren über die Öresundbrücke. Und dann kommt es darauf an. Entweder fahren wir über Dänemark, über Odense da zurück. Oder wir fahren
über Brøndby nach wie nennt sich das? Fehmarn. Puttgarden, glaube ich, ist das, genau. Ja. Das kommt drauf an, was wir da machen. Also wir wissen es noch nicht. Wir lassen uns überraschen. Und ja, wie gesagt, guckt euch die Aussicht an. Hammer, ne? Und es ist wieder trocken. Ja, wir werden jetzt gleich noch abwaschen und dann noch wieder einen Film gucken. Und dann heißt genau. das, bis morgen früh wieder. Und genau, allen eine gute Nacht. Das haben wir jetzt schon, weil der Arm wird schwer. Muss das schon die zweite Hand halten. Hier. Ja. Machen Sie mal da. Gucken Sie mal. Die zweite Hand, die muss das schon halten. Ist so Unterstützung da. Alles klar. In dem Sinne, bis morgen. Ciao. Bis morgen. Der kürzesten Zeit jetzt hier mal das Wasser voll ist, aber immer noch nicht. Ich mach mal einen Blick. Schade. Wo? Hast du den denn gesehen? Der ist da hinten raufgefallen. Bohnen. Ja. Und wahrscheinlich ist das Schweinefilet. Das ist genau. Voll. Und ja, dann geht genau. Das erwartet uns nämlich die nächsten Tage, die wir eigentlich auf schwedischem Boden verbringen. Ich hoffe, Marcel, der hält das durch.